Hallo, meine kleinen Schnurrbärte und herzlich willkommen zum nächsten Total Warhammer 2 Online Battle. Heute mal eine Gastschlacht von dem lieben Leonitus, Legatius Leonitus. Der hat uns eine Schlacht eingeschickt, die ich mal als glorreich bewerten würde. Und zwar hat er eine Taktik angewendet, die wir in dem Testlab-Video von letztens mal besprochen hatten. Und zwar bringt er hier gegen die Echsenmenschen mit dem Imperium maximale Gold-Level-Hellebardiere als Frontlinie, und zwar nicht zu knapp. Er hat hier jede Menge Hellebardiere, nämlich 5 Stück an der Zahl in der Frontlinie, also mit Gold-Level. Und was ich noch sagen wollte, ist, wenn ihr auch Bock habt, Replays einzusenden. Wenn ihr irgendwelche interessanten Replays habt, wie ihr Leuten den Arsch versohlt oder wie ihr irgendwie auf interessante Builds online stoßt oder einfach mal irgendwelche Builds habt, die ihr mal anderen auch zeigen wollt und vielleicht auch eine Diskussion darüber mal anfangen wollt, dann schickt sie mir gerne ein. socom1@gmx.net ist die Adresse. Und abgesehen von der Frontlinie hier aus den Hellebarden hat Leonitus noch jede Menge Fernkämpfer dabei. Hier hat er so seinen Fernkämpferkern dabei, seinen fetten, mit 3 Musketen, 2 normalen, den Silver Bullets. Und hier noch 2 Einheiten Armbrustschützen sowie einen Hexenhammer. An den Flanken hier dann noch Speerträger zur Verteidigung, hier rechts und links. Und offizierstechnisch ist dabei Boris Todbringer, der die Fähigkeit Halte die Stellung dabei hat, mit dem 100% Angriffsresistenz. Außerdem noch einen Hauptmann des Imperiums, der auch die Fähigkeit Halte die Stellung dabei hat, und einem Lichtmagier mit dem Netz. Und da möchte ich euch nochmal einen Tipp geben, wenn ihr dieses Halte die Stellung mitbringt, dann achtet darauf, dass eure Truppen beim Zusammentreffen mit dem Feind stehen und sich auf den Angriff des Gegners vorbereiten. Also die dürfen sich nicht in Bewegung befinden oder ihr dürft da nicht irgendwie gegen anstürmen, also einen Gegenangriff machen, sondern ihr müsst da wirklich stationär sein, damit diese Fähigkeit greift. Und wir gucken uns dann in der Zwischenzeit mal noch den Echsenmenschenspieler sein Bild an. Der Echsenmenschenspieler hat auch einen sehr interessanten und coolen Bild dabei irgendwie. Gerade auch die Aufstellung finde ich irgendwie ziemlich lustig. Er hat hier eine Einheit Skinks und ein wildes Bastilladon, das die Skinks unterstützen soll. Und die Skinks sollen eben anscheinend ein Futter fürs Bastilladon-Bild bieten. Und bei diesem Bastilladon, bei dem wilden Bastilladon, muss ich euch sagen, dieses Viech ist eine super Einheit. 700 Gold für eine monströse Einheit, die gut Schaden machen kann und 140 Rüstung hat. Also einen besseren Deal gibt es kaum im ganzen Spiel. Das Viech ist einfach für 700 Gold so billig, dass man wirklich sich überlegen muss, warum man die nicht bringen soll. Also die sind bei mir fast in jedem Bild dabei. Die tanken auch so viel Schaden für eure Infanterie weg. Das ist echt gut. Und des Weiteren hat er hier im Zentrum noch 2 Sauruskrieger zusammen mit einer Einheit Kroxigore, die hier seinen Kern bilden. Auf der anderen Flanke ist nochmal ein weiteres Bastilladon dabei mit dem Wiederbelebungskristall. Und noch eine Einheit Skinks, hier sind nochmal die Flankenspeere. Hier hat er noch einen Magier auf Terradon mit dem Bestienmagie. Und auf der Flanke hier drüben finden wir noch einen ziemlich heftigen flankierenden Trupp, der aus Krokka besteht. Einem der heftigsten Nahkampfhelden im ganzen Spiel. Dieser Kerl ist übel, der macht alles platt, was ihr euch vorstellen könnt. Er hat halt diesen Bonus gegen Infanterie, zusätzlich Bonus gegen große Einheiten meine ich, zusätzlich zu seiner eh schon pervers krassen Waffenstärke, 560 Waffenstärke und einen Bonus gegen groß,
Das heißt, der hat einen Nahkampfangriff gegen große Einheiten von 95. Der ist so krass und eine Einheit Demigreifen tut sich schwer, den One-on-One zu besiegen. Sie können es zwar, aber der macht auch gut Schaden an denen. Und dann des Weiteren hat er noch eine Einheit Kampfechsenreiter ohne den Anti-Large-Bonus oder den Speeren und eine Einheit wilde Kampfechsen. Ja, zum Flankieren, die wilden Kampfechsen sind natürlich gut zum Flankieren. Was ihr allerdings bei denen beachten müsst, ist, dass die sofort, und zwar wirklich sofort, in den Raserei-Modus verfallen. Und wir sehen schon, Leonidas visiert hier den Krokgar an. Mit seinem Hexenhammer ist auch eins der besten, also eigentlich das einzige Ziel, was ich, also das beste Ziel, das sich hier der Kanone bietet. Hier schießt er ein bisschen daneben leider. Krokgar solltet ihr möglichst mit Fernkampffeuer jetzt vernichten. Weil der im Nahkampf einfach so heftig ist. Und ich würde sagen, wir legen hier mal den zweiten Gang ein und gucken uns mal an, was so passiert. Ich werde auf jeden Fall besonders darauf achten, wie sich die Gold-Level-Hellebarden hier im Nahkampf gegen die Echsenmenschen schlagen werden. Der Echsenmenschen-Spieler hier kommt mit seinem plänkelnden Magier schon mal vor und versucht hier ein paar Schadenszauber reinzubringen. Ich nehme mal an, er wird Flock of Doom dabei haben. Und ja, Flock of Doom hat er dabei, genau. Aber ihr könnt auch mal hier drauf achten, wie viel Schaden die Bogenschützen an dem Magier hier machen. Das ist auch ziemlich cool. Und hier sehen wir auch schon den ersten Flock of Doom, wie er gecastet wird. Aber ja, wenn wir hier mal gucken, wie viel Schaden die Bogenschützen an dem leicht gepanzerten Terradon hier machen, ist gar nicht so schlecht. Hier auf der anderen Seite wird jetzt ein Teil seines flankierenden Trupps mit einem Netz belegt und hier von den Musketen hier langsam aber sicher zerlegt. Hier hätte Leonidas noch mehr Feuer auf die Musketen lenken, mit den Feuer hier, die Musketen hier hätten noch stärker hier reagieren müssen oder schneller noch mehr Feuer auf die leiten müssen. Hier in der Frontlinie sieht es momentan so aus, dass der Nahkampf gerade beginnt. Wir haben hier den Nahkampf mit den Kroxigon und allen Monstern des Echsenmenschen-Spielers mittlerweile voll im Gange und wir achten mal hier auf die Performance von den Hellebarden, die hier, wenn ihr hier mal guckt, die Kroxigore schon fast vernichtet haben. Also das ist wirklich heftig, die Kroxigore sind schon fast am Ende ihres HPs und das gegen eine Einheit, die gerade mal 900 kostet, also das ist schon heftig. Wenn ihr mal hier drüben guckt, ist er mit seinem Magier auf der Kanone gelandet, ist eine gute Sache. Und hier sehen wir, wie der Krokgar seinen Hand of God auf den Magier lenkt. Seinen Geschosszauber. Hier läuft er einfach nur durch die Hellebarden durch. Aber wenn ihr jetzt mal guckt, die Skinks sind schon auf der Flucht. Und auch ansonsten, wenn ihr mal auf die HP von den ganzen Lebaden hier achtet, in der Front, die stehen alle noch sehr gut da. Wenn ihr mal auch guckt, hier diese grünen Symbole, diese Schwerter hier, deuten ja darauf hin, dass die ihren Nahkampf gerade klar gewinnen. Und das ist immer ein gutes Zeichen, wenn eure Einheiten den Nahkampf klar gewinnen. Weil das bedeutet, dass auch ihre Moral dementsprechend hoch bleibt. Hier ist er mit dem Kristall der Wiederbelebung durch die Frontlinie durchgebrochen und versucht jetzt hier Schaden unter den Magiern bzw. den Ambrosschützen, also den Magier wollte er hier vernichten, hat auch ganz gut Schaden gemacht und geht jetzt hier auf die einzelnen Fernkämpfer, wird allerdings schon so stark von den ganzen Fernkämpfern, die hier noch rumhängen, fokussiert, dass der hier sofort ausgeschalten wurde. Da bringt ihm seine 140 Rüstung auch nichts gegen das rüstungsdurchdringende Feuer der Fernkämpfer hier. Und hier wird Krokgar noch immer weiter beschossen von dem Hexenhammer und fällt hier auch tatsächlich. Und das war natürlich ein übler Moralschlag für die restlichen verbleibenden Echsenmenschen, die hier noch in einem Nahkampf sich befinden, den sie im besten Fall hier gewinnen, aber eher so, naja, so ein bisschen am Hungertuch nagen, sag ich mal, was den Nahkampf angeht. Und der Moral
Schaden, den sie jetzt hier durch den Verlust ihres Generals nehmen, ist schon massiv, wenn ihr mal guckt. Hier fällt überall durch die Bank weg die Moral. Und das Fernkampffeuer trägt natürlich auch noch dazu bei, dass die Moral immer weiter sinkt. Und dann folgt natürlich hier auch der Massenflucht der Echsenmenschen. Also das hat Leonidas wirklich sehr schön gemacht, hat eine wunderschöne Taktik angewendet und trotz dem Fehlen jeglicher Kavallerie hier die Flankenmanöver des Echsenmenschen gut verhindert. Und auch wir sehen hier bei den Kills der Hellebarden, haben sich gut rentiert auf jeden Fall. Die haben gut Schaden an den ganzen Monstern gemacht, die hier in der Frontlinie aktiv waren. Da sind diese 20, 30, 40, 60 Kills auf jeden Fall angebracht, weil ihr müsst euch überlegen, die haben auch gut Schaden an den ganzen Monstern gemacht und trotzdem noch gut Sauruskrieger niedergemacht, also kann man schon mal probieren, kann eine gute Taktik sein, nicht, vielleicht nicht die einzige, die man machen kann, aber eine, und darum geht es hier bei dem Kanal, dass wir uns zusammen neue Taktiken überlegen und als Team rausfinden, wie wir unsere Gegner besser zermalmen können. Und ich bedanke mich für Leonidas für dieses echt interessante Replay. Und ich bedanke mich natürlich vor allem bei euch fürs Zuschauen und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, bis dann und ciao.